Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei der Bahn muss zu Weihnachten nicht mit Streiks gerechnet werden. Die Konzernleitung vereinbarte mit der Lokführergewerkschaft GDL, Verhandlungen über einen eigenständigen Tarifvertrag aufzunehmen. Sie sollen bis Ende Januar zu einem Ergebnis führen. Solange verhandelt wird, sind keine Streiks erlaubt. Der Vertrag soll sich in die Tarifstruktur einfügen, die die anderen Bahngewerkschaften ausgehandelt haben. Kurz vor Nikolaus nun also die Bescherung. Harmonische Töne vom GDL-Chef und vom Bahnvorstand. Die Lokführer dürfen sich freuen, denn Medorn hat Ja gesagt zum eigenständigen Tarifvertrag. So, wie es sich die GDL gewünscht hat. Dass auf dieser Basis ein solides Fundament gefunden wurde, auf das es jetzt aufzubauen gilt, mit der Hoffnung, dass wir denn eben schlicht und einfach nicht nur den Richtkanz, sondern dass die Menschen in dieses zu schaffende Haus im 1. Februar des kommenden Jahres einziehen können. Und so sieht es aus, das Haus. Ein Basistarifvertrag soll etwa Urlaub und Altersvorsorge für alle Beschäftigten regeln. Die Lokführer bekommen als eine von 6 Berufsgruppen einen eigenständigen Tarifvertrag. Arbeitszeit und Lohn für die Lokführer darf die GDL jetzt also allein mit der Bahn aushandeln. Dass wir jetzt den Durchbruch erzielt haben, Verhandlungen zu führen, darüber sind wir froh. Bisher haben wir da immer nur, ich sage jetzt mal, Positionen an einzelnen Stellen ausgetauscht. Jetzt gehen wir in medias res, jetzt gehen wir in die Einzelheiten und ich hoffe, dass uns das schrittweise auch gelingen wird. Die Details des neuen Vertrages sollen bis Ende Januar feststehen. Sicher ist aber bereits jetzt, noch in diesem Monat bekommen die Lokführer 800 Euro Einmalzahlung. Und die Bahnkunden die Garantie, Weihnachten wird streikfrei. Die Deutsche Bahn verkauft weitere 490 Bahnhofsgebäude. Käufer ist ein Immobilienkonsortium. Es wird nach Bahnangaben neue Nutzungskonzepte entwickeln und innerhalb der nächsten Jahre 15 Millionen Euro investieren. Bahnsteiganlagen und Gleiszugänge bleiben im Besitz der Bahn. Bereits 2001 hatte die Bahn 500 Gebäude verkauft. Manche wurden zu Einzelhandelszentren oder Jugendhäusern umgebaut. Die neue PISA-Studie ist heute in Berlin offiziell vorgestellt worden. Gut schneiden deutsche Schüler in den Naturwissenschaften ab. Diese waren Schwerpunkt der aktuellen Bildungsstudie. Die Leistungszuwächse beim Leseverständnis und in der Mathematik sind aber nur gering und möglicherweise nicht aussagekräftig. In Sachen Chancengleichheit sehen die Autoren von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD weiter ein großes Defizit in Deutschland. Die neue PISA-Studie löst keine Euphorie aus. Gerade mal ein Punkt mehr in Mathematik, also von 503 auf 504 Punkte. Und auch im Lesen ist die Verbesserung minimal im Vergleich zur PISA-Studie 2003. Und mit beidem bleibt Deutschland im OECD-Durchschnitt. In den Naturwissenschaften allerdings schneiden die 15-jährigen Schüler gut ab. Platz 8 im OECD-Vergleich. Insgesamt, so die Bundesregierung, sei das Ergebnis der Studie ein Erfolg. Es gibt klare Hinweise, dass in allen Bereichen deutsche Schülerinnen und Schüler besser geworden sind. Und das ist eine erfreuliche Nachricht, vor allen Dingen für die Schule und für die Arbeit derer, die da wirken. Und auch ein sehr positives Zeichen für die Bildungsreform. Also Naturwissenschaften gut, doch ein Vergleich ist schwierig. Denn der aktuelle Test ist abgesehen von wenigen Aufgaben anders als 2003. Und ohnehin könne von Verbesserungen keine Rede sein, so die Kritik. Es ist doch etwas ernüchternd. In Mathematik und in den Lesefähigkeiten, beides sehr wichtige Fächer, haben wir uns nicht wirklich verbessert. Außerdem prangert die OECD erneut die erheblich schlechteren Bildungschancen von Kindern aus ärmeren Familien, vor allem nicht deutscher Herkunft, an. Hier zeigt sich ein bedenkliches Integrationsdefizit, vor allem bei Schülern der zweiten Generation. Kinder aus vermögenden Familien haben in Deutschland eine fast dreimal höhere Chance, das Gymnasium zu besuchen, kritisiert die OECD. Mit einem Aufruf zur Geschlossenheit ist der CDU-Parteitag in Hannover zu Ende gegangen. Auch am zweiten Tag wurde angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen die Abgrenzung von der SPD betont. Längere Diskussionen gab es über die Themen Mindestlohn, Kinderbetreuung und Stammzellenforschung. Auch hier wurde aber die Linie der Parteiführung bestätigt.
Besser hätte der Parteitag für Angela Merkel nicht laufen können. Alle Anträge abgenickt, das Grundsatzprogramm verabschiedet. Selbstbewusst gibt sie ihr Motto für ihre Partei aus. Wo die Union regiert, da geht es den Menschen besser, liebe Freunde. Der Gastredner aus Bayern kündigt gar an, er werde auch 2009 für eine Kanzlerin Merkel stehen und gegen eine rot-rote Koalition und den Sozialismus. Manchmal sei es eben gut, eine große Schwester zu haben. Wir dürfen auch den Sozialismus nicht auf Samtpfoten hereinschleichen lassen. Ich habe kein Vertrauen in diese Beziehung zu Biedermann, Kurt Beck, liebe Freunde. Gegen die SPD konnte man sich schnell einigen. Aber auch inhaltlich herrschte weitgehend Harmonie. Mit Ihrem Programm, mit unserem Programm haben wir einen Meilenstein gesetzt, der mit Sicherheit Beachtung finden wird. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das Thema Mindestlohn versus Mindesteinkommen, was das Ziel der Union sein sollte, weit auf dem Tisch behalten werden. Mit Post-Mindestlohn und Managerschelte versucht die Vorsitzende, ihre Partei wahlkampffest zu machen. Den Delegierten gibt sie mit auf den Weg, dass wir die anstehenden Landtagswahlen in Hessen, in Hamburg und in Niedersachsen gewinnen wollen. Einig will die Union auch in den Bundestagswahlkampf gehen und das bürgerliche Lager ganz allein für sich erobern. Der Weg zum Sieg führt, so glaubt die CDU, durch die Mitte. Dort allerdings muss man sich gegen die SPD behaupten. Angela Merkel setzt jedoch nicht nur auf Abgrenzung, sondern auch auf eine sozialere CDU, die sich einig und geschlossen gibt. Davon sollen auch die Wahlkämpfer in den Landtagswahlen profitieren. Ihr Rezept? Eine für alle und alle für eine. Durch den Mindestlohn in der Postbranche sehen die privaten Konkurrenten ihr Geschäftsmodell in Frage gestellt. Die PIN AG kündigte bis zu 1000 Entlassungen an. Das Unternehmen gehört mehrheitlich dem Axel Springer Verlag und wollte nach dem Fall des Briefmonopols der Deutschen Post Konkurrenz machen. Es zahlt aber deutlich weniger als den Mindestlohn. Auch heute lief das Geschäft mit den Briefen in der Filiale des privaten Briefzustellers PIN in Siegen gut. Zur gleichen Zeit kündigte die PIN-Geschäftsführung an, über 1000 Mitarbeiter entlassen zu müssen. Grund sei der geplante Mindestlohn für Briefzusteller. Wir haben mehrfach gesagt, dass ein Mindestlohn in einer Größenordnung, wie er jetzt verordnet wurde, nicht wirklich den Menschen dient, sondern dass es sich hierbei um einen Blockadelohn handelt, dass es wettbewerbsverzerrend ist. Die Große Koalition hatte sich erst am vergangenen Donnerstag auf den Mindestlohn geeinigt. Zwischen 8 Euro und 9,80 Euro ab dem 1. Januar. Zu hoch meinen die privaten Zusteller und drohen mit Entlassungen. Bundeskanzlerin Merkel zeigt sich nun skeptisch gegenüber der gerade ausgehandelten Mindestlohnregelung. Wir sind in der Tat der Meinung, dass es nicht hilft, wenn nachher tausende Menschen Arbeitslosengeld 1- und 2-Bezieher sind und wir eben an anderer Stelle einen zu hohen Mindestlohn zahlen. In der SPD dagegen sieht man in den Ankündigungen der privaten Briefzusteller nur eine Drohkulisse. Vielleicht ist es einfach der Versuch, Druck auf die Entscheidungsträger im Deutschen Bundestag auszuüben, weil das Gesetz muss ja jetzt noch durchs Parlament. Ich kann aber sicher sagen, dass die Koalition sich hier so, wie sie es vereinbart hat, auch verhält und der Postmindestlohn ab 01.01.2008 Realität wird. PIN überlegt nun gar nicht erst im großen Stil in das Geschäft mit den Privatkunden einzusteigen, auch wenn das Briefmonopol der Post fällt, Anfang des Jahres. Die Bundesregierung konkretisiert ihre Klimaschutzpläne. Sie sollen in 2 Schritten morgen und Mitte Mai im Kabinett zur Abstimmung stehen. Ziel ist, den Ausstoß klimaschädlicher Gase bis 2020 um 1/5 zu senken. Unter anderem will die Koalition den Anteil der klimafreundlichen Heizwärme wie Anlagen mit Holzpellets oder Biogas ausbauen. Verpflichtende Energiesparvorgaben gelten für Neubauten und sanierte Altbauten. Und die erneuerbaren Energien sollen gezielter gefördert werden. US-Präsident Bush will auch nach neuen Erkenntnissen der amerikanischen Geheimdienste an seinem Kurs im Atomstreit mit Iran festhalten. In einem Geheimdienstbericht hatte es geheißen, Iran habe sein Programm zum Bau einer Atombombe vor 4 Jahren ausgesetzt als Reaktion auf internationalen Druck. Großbritannien, Frankreich und Deutschland riefen Teheran heute auf, mit der Internationalen Atomenergiebehörde zusammenzuarbeiten. Unter anderem die USA dringen auf eine neue UN-Resolution.
Ein Präsident im Erklärungsnotstand. Noch vor Wochen hatte George Bush vor einem dritten Weltkrieg gewarnt und sich auf Irans geheimes Nuklearwaffenprogramm bezogen. Heute scheint klar, es existiert nicht mehr. Das zumindest ist das Fazit der 16 US-Geheimdienste. Die Geheimdienste gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass Iran sein geheimes Waffenprogramm im Herbst 2003 gestoppt hat. Iran habe damals durchaus auf diplomatischen Druck reagiert, so die neue Erkenntnis. Es sei außerdem unklar, ob das Land weiter Nuklearwaffen anstrebe. Eine Einschätzung, die Teherans Beteuerungen stützt, Atomenergie nur zu friedlichen Zwecken nutzen zu wollen. Nach dieser Entlastung aus Washington gibt es überhaupt keinen Grund mehr, uns die Urananreicherung zu verbieten. Doch George Bush verwies heute unbeirrt auf Teherans verdeckte Waffenprogramme vor 2003. Das Alarmierende ist, sie könnten es wieder starten. Wer einmal ein Programm versteckt, der kann es immer wieder tun. Starke Worte, doch die Glaubwürdigkeit des Präsidenten und seiner düsteren Warnungen hat durch den Geheimdienstbericht stark gelitten. Die Kehrtwende der Geheimdienste wird weltweit Erleichterungen bei Freunden der Diplomatie ausgelöst haben. US-Militärschläge gegen Iran scheinen jetzt eher unwahrscheinlicher. Dennoch, eher ernüchternd dieses Schlaglicht auf die Verlässlichkeit der Geheimdienste, von deren Einschätzungen, wie wir wissen, ja auch Entscheidungen über Krieg und Frieden abhängen. Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul wurden heute mindestens 22 Zivilisten verletzt. Der Attentäter sprengte sich in einem Auto in die Luft. Insassen eines vorbeifahrenden Minibusses wurden verletzt. Ziel des Angriffs waren zwei Fahrzeuge der internationalen Schutztruppe ISAF. Die Soldaten blieben unverletzt. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Vor dem Amtsgericht Oschatz ist ein 23-Jähriger wegen der ausländerfeindlichen Ausschreitungen in dem sächsischen Ort Mügeln verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine Haftstrafe von 8 Monaten ohne Bewährung wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Es sah es als erwiesen an, dass der Mann in der Nacht zum 19. August an Übergriffen gegen 8 Inder beteiligt war. Dabei habe er eine führende Rolle gespielt. Die Inder waren auf einem Volksfest angegriffen worden und in eine Pizzeria geflüchtet. Die EU-Mitgliedstaaten haben einen langjährigen Streit über die Mehrwertsteuer beigelegt. Grenzüberschreitende elektronische Dienstleistungen wie etwa Rundfunk- oder Internetdienste sollen künftig in dem Land besteuert werden, in dem sie erbracht werden. Vorgesehen ist eine schrittweise Anpassung bis 2019. Darauf hatte Luxemburg gedrungen. Dort haben sich viele Unternehmen der Branche wegen der günstigen Mehrwertsteuer angesiedelt. Die Telekom muss das Multimedia-Handy iPhone nicht mehr ohne Vertrag anbieten. Das Landgericht Hamburg hob eine einstweilige Verfügung auf, die der Konkurrent Vodafone erwirkt hatte. Vodafone erwägt nun, in Berufung zu gehen. Als Zugeständnis erklärte sich die Telekom bereit, die Geräte nach 2 Jahren Vertragslaufzeit zu entsperren. Dann können Kunden zur Konkurrenz wechseln. Junge Schimpansen haben offenbar ein weitaus besseres Kurzzeitgedächtnis als Menschen. Das fanden japanische Forscher heraus. Die Tiere in dem Experiment kannten die Ziffern 1 bis 9. Selbst wenn sie die Zahlen nur 0,2 Sekunden auf einem Bildschirm gezeigt bekamen, wussten sie meist die Position der Ziffern in der richtigen Reihenfolge. Menschen brauchen dafür wesentlich länger und machen im Schnitt doppelt so viele Fehler wie Schimpansen. Das zeigten Vergleichstests mit Studenten der Universität Kyoto. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 5. Dezember. Tiefdruckgebiete über dem Atlantik sorgen auch in den kommenden Tagen bei uns für wolkenreiches und wechselhaftes Wetter. Dabei strömt morgen sehr milde Luft nach Deutschland. Heute Nacht verlagern sich die leichten Regenfälle allmählich von West nach Ost. Anfangs kann es auf den Bergen noch schneien. Auch tagsüber bleibt der Himmel verbreitet wolkenverhangen, es fällt aber nur stellenweise leichter Regen. Auflockerungen mit etwas Sonne gibt es am ehesten im Osten und im Süden. Gegen Abend breitet sich von Westen her neuer Regen aus. Morgen weht ein meist mäßiger bis frischer an der See starker Südwestwind. Im Westen stürmische Böen, an den Küsten und auf den Bergen Sturmböen. Heute Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 6 und 0 Grad. Morgen in Bayern 4 bis 8 Grad, sonst 8 bis 12, am Oberrhein bis 13 Grad. Die Aussichten: am Donnerstag gibt es viele Wolken, hier und da Schauer und etwas Sonne. Der Freitag wird regnerisch, teilweise auch stürmisch.
Am Samstag deutlich kühler mit einzelnen Schauern, die im Bergland als Schnee fallen. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Karen Mioska. Darin der Postmindestlohn als Jobkiller und Naturforscher entdecken unbekanntes Riesenschwein.